All right. Our next talk will be in German. Those, if you would like to listen to it in English, there's the live translation available. Auch für diesen Vortrag habt ihr wieder die Möglichkeit, eure Fragen zu stellen auf Mastodon, auf IRC, auf Twitter. Denkt an den entsprechenden Hashtag R3C für die Remote Chaos Experience und R3S, damit es auch zu diesem Vortrag zugeordnet werden kann. Unsere Sprecherin für den nächsten Vortrag ist Theresa Gier. Sie ist Physikerin und war unzufrieden mit ihrer Präsentationssoftware und hat deswegen ihre eigene Präsentationssoftware, den Potato Presenter, geschrieben, der Dinge besser machen soll als das Beamer-Package von LaTeX. Herzlich willkommen. Dankeschön. Ja, also wie gesagt, ich habe in den letzten Monaten habe ich an meinem eigenen Präsentationssoftware geschrieben. Das ist es jetzt, das Programm, wenn man es öffnet. Und die Grundidee war so ein bisschen, wenn ich jetzt hier mal eine neue Präsentation aufmache, dass man hier auf der linken Seite einen Text-Input hat und auf der rechten Seite wird das dann hier direkt gezeigt und man kann das dann beliebig verschieben. Also wenn ich jetzt hier zum Beispiel mal eine neue Folie anlege, genau, und auf dieser einen Titel und dann kann ich zum Beispiel noch irgendwas hier hinschreiben, dann kann ich danach das beliebig hin und her schieben. Ja, das war so ein bisschen die Grundidee und ich werde halt im ersten Teil des Vortrags werde ich ein bisschen vorstellen, ein bisschen zeigen, wie das Programm funktioniert. Und im zweiten Teil werde ich dann auf so Fragestellungen eingehen, wie man das designt, wie das für den User möglichst intuitiv ist, wie der das haben will, ja genau, mit dieser Grundidee. Also, wenn ich das halt hier öffne, dann bekomme ich hier einmal die kürzlich geöffneten Dateien und hier kann ich auch ein beliebiges Template auswählen. Das wird dann direkt, hier gibt es jeweils eine Demo-Präsentation und das öffnet er dann direkt an der Stelle, wo ich das halt speichern will. Also hier kann ich auch die Directory ändern, also mache ich mal meine Presentation. Und das hier habe ich so ein bisschen als Tutorial gemacht. Genau, hier es verwendet halt dieses Template und dann kann man halt hier beliebig auch Variablen setzen, zum Beispiel hier den Titel zum an Interactive Tutorial und dann schreibt ihr das halt hier direkt hin, wenn ich hier die Title Page anlege. Also hier schreibe ich halt Class Title Page, dann bekomme ich die Title Page. Aber ja. Ja, das grundlegende Konzept habe ich ja gerade schon mal gezeigt. Man kann hier so eintippen und er rendert das dann direkt auf die Folie und dann kann man es halt hier beliebig verschieben. Die Befehle habe ich versucht, sehr einfach zu halten. Man kann Slide erstellt eine neue Folie, dann muss man, jede Folie braucht eine ID, also einen Namen. Also jetzt hier in dem Fall The Basic Concept 2. Wenn ich jetzt einen Title haben will, dann kann ich einfach Title eingeben auf der linken Seite. Und ja, wenn ich gar nichts eingebe, dann nimmt er die ID von der Seite. Und sonst, wenn ich was eingebe, dann nimmt er halt das. Genau, mit dem Befehl Body kann ich so ein, kann ich ein neues Textfeld erstellen. Und mit dem Befehl Image ein neues Bild. Ja, dann kann ich halt hier beliebig meine Elemente verschieben. Das habe ich ja eben auch schon mal gezeigt. Und skalieren. Genau, und wenn ich es halt rotieren will, dann kann ich sie auch umdrehen. Also auf diesen, die Buttons hier in der Toolbar verwenden. Und dann halt beliebig drehen. Ja,
dann noch skalieren. Genau. Ist übrigens überraschend schwierig, das so hinzubekommen, dass man es noch skalieren kann, wenn es gedreht ist. Mich ein wenig gewundert. Dann, wenn ich jetzt hier meine Grundeinstellung wieder haben will, dann kann ich halt auf ein rotiertes Feld markieren und da gibt es dann hier die Reset Rotation. Dann macht er das wieder zurück oder wenn ich Reset Position, dann tut das auch wieder auf die Anfangsposition zurück. Zusätzlich habe ich halt hier, ich weiß nicht, vielleicht ist das euch auch schon aufgefallen, ich habe hier so eine Kopplung zwischen der Vorschau und dem Editor. Also wenn ich hier irgendwo hinklicke, dann springt er hier in der Vorschau direkt dahin und markiert es dann auch gleich. Genau. Dann hat es halt hier so, um irgendwelche Formatierungen zu machen, habe ich hier so Basic Markdown Support eingebaut in diese Body-Elemente. Dann kann man halt hier so Sachen fett machen mit zwei Sternchen oder kursiv mit Underscores. Oder man kann auch hier gibt es eine Markerdefinition, dann wählt er nochmal diese Markerdefinition, wenn man ein Sternchen nimmt. Und dann hat es halt hier so einfachen Formel-Support. Halt mit einem Dollarzeichen bzw. zwei Dollarzeichen für die nächste Zeile, wo er das dann einmal dann hier die Formel hinschreibt. Ja. Und jetzt ist so ein bisschen das Problem, vielleicht gibt es Leute, die das halt so ein bisschen mehr haben wollen als nur das Markdown. Und deswegen habe ich mir dann gedacht, weil ich hier so verschiedene Elemente habe, passt vielleicht diese CSS-Syntax sehr gut, also diese Properties. Und auf der anderen Seite kennen das halt die Leute schon. Und die habe ich dann implementiert für die verschiedenen Elemente. Die bekommt man, wenn man in den eckigen Klammern hinter dem Befehl, kann man dann diese CSS-Properties schreiben. Also zum Beispiel Background Orange macht dann einen orangen Background. Ja, oder grüne Schrift, also Color Green ergibt grüne Schrift. Oder man kann auch die Font Size ändern, den Border Radius. Ja, sind halt die Basic-Sachen sind implementiert. Es ist natürlich nicht das ganze CSS implementiert. Sehr riesig. Genau, und jetzt gibt es ja noch immer Leute, die vielleicht noch mehr haben wollen. Weil jetzt habe ich noch immer das Problem, so beliebige Farben innerhalb einer Box wird halt noch immer so ein bisschen schwierig mit dem Markdown und dem CSS. Und deswegen habe ich mir dann gedacht, okay, dann gibt es halt hier diese LaTeX-Box. Da kann ich dann beliebige Sachen reinschreiben und da konvertiert es einfach mit LaTeX und schreibt dann dahin. Wenn ihr es seht, normalerweise ist es so, dass man keine Klammern braucht, um diese Elemente zu definieren. Aber da gibt es halt hier den Slash geschweifte Klammern dafür, um klarzumachen, dass das hier alles in die Box gehört, weil das LaTeX ja einige Befehle hat. Also das Slash LaTeX würde dann, damit wäre dann der Parser verwirrt. Also das würde er dann erkennen als interne Potato-Sprache und nicht als LaTeX. Deswegen muss man da diese geschweiften Klammern drum machen. Genau, und dann habe ich halt noch zusätzlich hier die Plain Text Box definiert. Das ist genau das Gegenteil, wenn man will, dass gar nichts irgendwie mit Markdown gemacht wird, als Markdown interpretiert wird, kann man das halt verwenden und dann bekommt man das genauso, wie man es eingegeben hat. Ja, dann habe ich hier so eine Codebox geschrieben. Da kann man dann eine beliebige Sprache eingeben, also jetzt in dem Fall Python. Und dann verwendet ihr halt das Highlighting von Python, um diesen Code hier darzustellen, hier auf der rechten Seite. Also man kann hier auch irgendwas anderes, also das ist hier vom K-Syntax Highlighting, also der hat auch sehr viele Sprachen. Kann man dann hier einfach eingeben und dann markiert ihr das. Genau, das, was viele Leute auch noch machen wollen, sind halt irgendwelche Shapes in ihre Vorträge einzubauen, irgendwie so ein File oder vielleicht braucht man mal einen Kasten.
Dafür habe ich halt diesen Geometry-Befehl und da gibt es halt, im Moment gibt es noch nicht so viel, also nur so das Basic-Zeug. Und man kann halt auch die Farbe dann davon ändern und dann hier so, dann malt er das halt dahin. Ja, jetzt kann es sein, dass man irgendwie noch mehr haben will. Es reicht jemandem nicht die Pfeile und man will seine eigene Shape in seiner Präsentation haben. Und dafür habe ich mir Folgendes überlegt. Man kann hier ein neues Bild anlegen. Ich habe hier extra mal den Border auf Solid gemacht, damit man das auch sieht. Und das kann man jetzt in beliebigem Seitenverhältnis machen. Und dann kann man hier auf Rechtsklick drücken und dann auf Create SVG and Open in Inkscape. Und dann braucht es halt so ein bisschen. Dann generiert er hier ein neues SVG mit genau dem Seitenverhältnis. Und dann kann man hier seine Lieblings-Shape hinmachen, sein Lieblingsbild, kann das einfach speichern. Das ist File Save. Und dann, wenn man wieder zurück dahin geht, dann lädt er das auch automatisch nach. Also der hat einen File-Watcher da drauf, der dann guckt, ob sich dieses SVG, was er gerade kreiert hat, auch geändert hat. Und dann lädt er das einfach nach. Genau. Jetzt gibt es noch so einzelne Variablen, die man definieren kann. Oben habt ihr schon ein paar gesehen, aber ich kann jetzt zum Beispiel set var tomato potato. Und wenn ich das dann später verwende, hier auf der Folie, da habe ich hier hingeschrieben, the tomato is a tomato. Und dann verwendet er halt das potato, weil ich das vorher so definiert habe. Ebenso kann ich halt hier das aktuelle Datum ist halt in Date, bekomme ich mit der Variable Date, die wird automatisch gesetzt, ist jetzt nicht so nett formatiert, aber kann man ja auch persönlich setzen. Dann hat er die Page Number als Page Number Variable und als Total Pages. Und dann kann man noch die Default Properties verändern. Und was ich damit meine, ist, man kann halt hier set var color red hinschreiben und danach ist halt die Farbe rot. Und danach habe ich es halt wieder auf schwarz gesetzt oder grau. Genau. Und ja, das war es eigentlich auch schon, was ich euch von meinem Programm zeigen wollte. Hier kann man es halt runterladen. Genau. Und wie gesagt, am Ende, wenn man seine Präsentation fertig hat, dann kann man hier auch Export PDF machen. Und dann kann man halt auswählen, wo man seine Präsentation speichern will. Also zum Beispiel da. Und das dann einfach mit seinem PDF-Viewer aufmachen. Ich kann es auch kurz mal machen. Wo ist es jetzt? Ist es da? Oh, vielleicht ist es doch nicht da. Sind jetzt hingespeichert. Da ist es doch. Da ist dann meine Präsentation und die kann ich dann einfach mit meinem PDF-Viewer praktisch präsentieren. Genau. Und jetzt kommt so ein bisschen der zweite Teil von dem Vortrag. Und da habe ich mir so überlegt, was darüber zu erzählen, dass ich hatte ja am Anfang diese Idee, dass man da einerseits diesen Textinput hat und dann aber mit der Maus interaktiv die Präsentation noch manipulieren kann und wie ich das dann umgesetzt habe, also wie designe ich die Syntax und wie mache ich, dass das möglichst intuitiv für den User ist, so dass man das halt auch schön benutzen kann. Genau. Und darüber wollte ich jetzt im zweiten Teil reden. Also, genau. Also zuerst wollte ich was über die Syntax erzählen, dann wie ich das umgesetzt habe. Also das Problem ist so ein bisschen, wenn ich eine Element auf der linken Seite von meiner Software in dem Editor definiere, dann muss es ja irgendwie ein Mapping geben zu der rechten Seite. Also die müssen irgendwie gekoppelt sein. Das Programm muss halt wissen, in dieses Element, da steht das drin und das ist dort und dort. Und um das zu machen, hat halt jede Box oder jedes Element hat einen Identifier. Und darüber würde ich gerne dann noch was erzählen.
Dann ist es so, dass gerade so im Hinblick von Templates will ich ja auch irgendwie die Möglichkeit geben, und dann gibt es halt so vordefinierte Positionen, wo die Elemente sein sollen, oder vordefinierte Schriftarten oder zum Beispiel die Farbe oder so. Genau, und dafür habe ich dieses Classes-Konzept, darauf werde ich noch eingehen. Ja, und am Ende erzähle ich dann noch kurz, welche Technologien ich verwendet habe. Dann mache ich noch ein bisschen Werbung für meine Software, welche Vorteile sie hat und was ich so in Zukunft noch vorhabe umzusetzen. Genau, also dann hatte ich halt überlegt, wie designt man die Syntax. Und natürlich habe ich mir gedacht, ja, möglichst einfach ist immer gut. Genau. Und ähnlich wie LaTeX, weil ich mir gedacht habe, das kennen die Leute schon, damit fühlen die sich wohl. Ist schön, wenn es ähnlich aussieht. Genau. Dann Markdown in den Textelementen, auch weil es sehr einfach ist und es die Leute schon kennen und unkompliziert. Muss man nicht viel für können. Genau. Und wie gesagt, dann hatte ich halt gedacht, in den eckigen Klammern kann man dann beliebig seine Elemente formatieren, so wie man es haben will. Und deswegen diese CSS-Properties, weil es halt auch immer diese Elemente, diese Boxen sind, passt gut. Und was dann am Ende rausgekommen ist, ist halt diese Syntax, dass ich halt diese Schlüsselwörter habe, Slide, Title, Body, Image. Und dann einfach den Text hier hinschreiben kann. Und ich habe halt versucht, das dann auch so zu machen. Wie gesagt, es gibt diese optionalen geschweiften Klammern, aber dass man das auch einfach ohne irgendwie Anführungszeichen, Klammern oder sonst was sein Zeug hinschreiben kann. Einfach, weil es dann sehr einfach für den User ist und übersichtlich. Hat sich dann aber herausgestellt, ist gar nicht so einfach zu parsen. Genau, aber dazu später. Genau, und dann kann man hier so Markdown hinschreiben und dann seinen Pfad zu seinem Bild. Dann, ja genau, jetzt ist die nächste Aufgabe, was ich eben schon erwähnt habe, dass ich halt diese Elemente habe, die ich in Textform erstellt habe, und dazu habe ich halt dann noch die Position von den Elementen, die ja nicht in meiner Textdatei sind. Und das brauche ich irgendwie gemappt. Und dafür hatte ich mir überlegt, dass jede Box eine eindeutige ID hat. Und meine erste Idee, wie ich das umsetze, war einfach zu sagen, ja, also wenn du hier so ein neues Element erstellst, dann musst du halt einfach ID:MyBox hinschreiben. Und dann musst du halt für jede Box was anderes überlegen. Das Problem ist halt nur, irgendwie hat man dann doch nicht, also es geht schon irgendwie zu bedienen, aber irgendwie hat man dann doch keine Lust, das da immer hinzuschreiben. Also ist das so ein bisschen, also es geht noch immer, dass man die ID da hinschreibt, aber ja, ist nicht so praktisch. Die zweite Idee war dann halt einfach ein Counter. Also ich nummeriere einfach meine Elemente durch. Das Problem ist, wenn ich die jetzt im Texteditor einfach einmal umdrehe, dann ändern die halt, also dann wechseln die auch einmal die Position, weil die haben ja dann wieder den Counter von der Box davor. Also auch nicht so richtig praktisch. Und genau. Was ich dann gemacht habe, ist, dass ich halt so einen Mittelweg gegangen bin. Also ich habe hier einfach so eine ID eingestellt, die so ein bisschen so ein Mittelweg ist aus beidem. Also am Anfang steht immer das intern. Dann die Slide-ID, die man da angibt, wenn man eine neue Folie erstellt. Dann das, den Befehl, den man verwendet hat, um das Element zu erschaffen. Also jetzt in dem Fall wäre das /text. Dann die Klasse von dem Objekt. Wenn sie keine Klasse hat, also das erzähle ich später noch, ist es halt dann leer. Und dann noch der Counter am Ende, wenn es trotzdem noch mehrere Elemente gibt. Und dann habe ich halt, wenn ich zum Beispiel ein Textelement und ein Bild in meinem Texteditor die Position vertausche, dann verändert sich gar nichts. Und nur wenn ich zwei Textfelder vertausche, dann ändern sich halt die Positionen. Dann muss man es halt einfach nochmal mit der Hand so hinschieben, dass es passt. Aber das kommt dann doch nicht so häufig vor. Und
das Dateiformat, was sich daraus so ein bisschen ergeben hat, war, dass es halt hier diese Textdatei gibt, die links in dem Editor angezeigt wird. Und die ist halt .potato, passend zum Potato Presenter. Und in der steht halt diese Syntax, die wir selber eingeben. Und zusätzlich im Hintergrund gibt es halt diese JSON-Datei. Die wird automatisch immer gespeichert, kann man sich auch anschauen. Und in der steht dann zum Beispiel zu dieser Textbox hier, steht dann die ID, hat halt intern MySlide, mein MySlide, Text, weil es damit erzeugt worden ist. Class ist es Body, steht hier. Und dann hat es halt 0. Und da steht dann einfach die Position von der Box ganz einfach drin und halt noch der Winkel, in der sie sich gedreht hat. Und das ist halt, kann man einfach lesen. Und wenn ich es halt speichere, wird es halt da reingeschrieben. Und genau. Und jetzt hatte ich schon noch so ein bisschen überlegt, so ganz glücklich bin ich mit meinen IDs noch nicht. Weil genau diese Probleme auftreten, die ich eben erzählt habe. Und da war halt dann so ein bisschen die Idee, dass man noch, wenn man die Folien setzt, also es gibt immer einen Konvertierungsprozess, das einmal, das, wenn ich bei Tastendruck fängt das Ganze, fängt er an, den ganzen Textinput zu parsen und dann die Elemente dementsprechend zu malen. Und in dem Schritt kann man dann einfach auf Ähnlichkeit überprüfen. Und in den meisten Fällen wird sich da ja gar nichts geändert haben, weil in den meisten Fällen werde ich ja nur was getippt haben, sodass man die Fälle dann, wo man einfach zwei Elemente verschoben hat oder vertauscht hat, dann auch ausgeschlossen hat. Und ja, das habe ich noch vor zu implementieren. Gibt es noch nicht. Also, und dann habe ich halt überlegt nochmal, wie will denn der User jetzt eigentlich seine Präsentation erstellen? Und vermutlich will er das auch ohne diese CSS-Properties einzugeben, weil das ist irgendwie so ein bisschen, nicht so schön. Und eigentlich will der User gerne ein Template verwenden und dann mit einfachen Befehlen eine gut aussehende Präsentation erstellen. Und nur in Einzelfällen dann auch noch irgendwas rumschieben oder diese CSS-Properties eingeben. Das heißt, wenn ich das jetzt hier eingebe, dann will ich halt im besten Fall einfach hier sowas raus und damit bin ich vielleicht auch schon zufrieden. Und dann, wenn ich das Bild noch irgendwie verschieben kann, kann ich es dann noch verschieben, aber so generell sollte es so funktionieren. Und wie ich das erreichen wollte, war halt mit diesem Klassenkonzept. Und die Idee war, dass halt diese Klassen die Default-Position und Formation vorgeben, also wo ist es und wie sieht es aus, also einmal die CSS-Properties, die können übernommen werden. Und diese Classes kann ich halt in einem Template vordefinieren und das Template kann ich dann halt laden, genau mit diesem Befehl, den ich eben auch schon gezeigt habe, use template template. Und dann verwendet er einfach den Title und die Position von den Boxen halt so, wie ich die im Template vordefiniert habe. Dieses Template, da steht nur Template, weil das wird automatisch am Anfang in den Ordner reinkopiert. Deswegen, das heißt halt Template. Genau, also da könnte man auch einen Pfad zu einem Template hin eingeben. Genau, und dann kann ich halt auch so Elemente vorgeben wie Page Number, dass die hier immer rechts in der Ecke ist. Die muss ich dann auch gar nicht mehr eingeben. Also die ist, die wird da automatisch hingedruckt. Dann kann ich halt zusätzlich auch mit dem Define-Class-Property Slides definieren, die dann gewisses Aussehen haben, wie zum Beispiel hier habe ich hier das Class-Title-Page dann verwendet und im Template steht dann drin, wie das aussieht und in dem Fall zum Beispiel, dass hier in dem Fall das Title groß in der Mitte steht und nicht klein wie auf den anderen Seiten, ist es ja immer hier oben.
Und genau, das ist es halt nochmal, das ist halt auf der Title-Page, sieht es halt anders aus, das Title-Feld, als auf einer normalen Seite. Dann war halt so ein bisschen die Überlegung, ja, also jetzt habe ich irgendwie in meinem Template irgendwelche Klassen definiert und jetzt muss der User aber trotzdem irgendwie auf die Idee kommen, wie er das jetzt alles verwenden soll. Dann war halt die Idee, dass man halt direkt diese Preview hat, die geöffnet wird, wenn man das hier am Anfang anklickt. Also wenn ich jetzt hier das eine neue Präsentation erstelle, dann hat er das Template im Hintergrund, aber gleichzeitig hat er hier schon ein paar Previews-Folien, wo man dann schauen kann, wie das definiert ist, welche Klassen definiert sind, welche Folien und dann sich einfach daran anhangeln kann. Genau. Dann wird es halt direkt in den Ordner, den man ausgewählt hat, kopiert und die Demo wird dann geöffnet. Und ja, dann gibt es so ein bisschen die Fragestellung, ich habe jetzt hier so ein paar Syntax-Shortcuts drin. Also zum Beispiel Text Class Body ist das gleiche wie Slash Body. Und das Text Class Title ist dasselbe wie Title. Jetzt ist so ein bisschen die Frage, das hier gibt es noch nicht, Geometry Arrow, ob es dasselbe sein soll wie Arrow. Und die Frage ist halt, wie weit man da geht. Also da könnt ihr auch gerne die Meinung, eure Meinung zu in den Chat schreiben. Das ist irgendwie eine schwierige Fragestellung, weil man so ein bisschen, also das ist sehr einfach einzugeben, Body und Title, aber vielleicht kommt der User nicht besonders gut darauf, dass Text Class Title dasselbe ist wie Title. Am Ende einfach mal verwirrt. Ja, so eine Fragestellung, wie weit man das betreibt. Jetzt gibt es so ein bisschen das Problem, dass ich auf meiner Präsentation gleiche Elemente habe, die auf genau an derselben Position sein sollen. Und dann gibt es halt einerseits dieses Pause-Command, so wie bei LaTeX. Das ist genau das, was hier gerade passiert. Da steht dann einfach slash Pause und dann macht er das halt auf die nächste Seite. Genau, und dasselbe kann ich halt noch machen für diese Classes. Also ich kann ja auch in meiner Präsentation in der Property-Liste define class my element und das dann auf einer anderen Folie verwenden mit class my element. Ja, was habe ich für Technologien verwendet? Einerseits C++ mit dem Qt-Framework, der K-Text-Editor, den habe ich links eingebunden. Fürs Parsen habe ich das ANTLR4 verwendet. Das hat für diese Potato-Sprache sehr gut funktioniert. Und für das Markdown war das so ein bisschen schwierig. Ich denke, es hat irgendwie was mit der Definition von dem Markdown zu tun, dass die sehr schwammig ist, was das jetzt genau, wie jetzt das genau definiert ist und was es eigentlich bedeuten soll. Ist vielleicht dann eine Grammatik nicht so das geeignetste dafür. Dann habe ich das LaTeX für die Formeln verwendet. Also er startet im Hintergrund immer einen LaTeX-Konvertierungsprozess und fügt dann einfach das SVG in die Präsentation ein. Ja, und am Ende habe ich halt noch die Breeze-Icons verwendet. Ja, jetzt noch so ein bisschen Werbung für was so toll an meinem Tool ist. Es hat halt ein sehr einfaches Dateiformat. Es hat nur diese zwei Dateien. Die sind beide menschenlesbar. Das heißt, ich kann es auch sehr einfach versionieren. Weil, was auch noch sehr praktisch ist, dass ich halt kein Konzept habe von einem Bearbeitungsmodus von den Boxen und einem Verschiebenmodus. Also ich kann halt nicht aus Versehen, obwohl ich eigentlich nur das Element verschieben wollte, komme ich dann nicht in diesen Modus, dass ich eigentlich gerade Text eingebe. Und trotzdem ist es halt recht einfach, so wie bei LaTeX, irgendwelche Templates zu verwenden. Er generiert automatisch diese Seitenzahlen hier hin. Genau, oder hier so ein, wenn ich das eingegeben habe im Template, so ein kleines Icon in die Ecke, das ist alles kein Problem. Und trotzdem kann ich halt beliebig und einfach meine Elemente hin und her schieben. Nach Lust und Laune. Genau, und jetzt habe ich noch so ein paar Zukunftspläne. Wenn ihr da irgendwelche Ideen habt, was man da auch als Technologie verwenden könnt ihr das auch gerne sagen.
Einerseits würde ich gerne einen neuen SVG-Renderer verwenden. Ich benutze gerade den QSVG-Renderer, also vom Qt. Allerdings funktioniert das, also er kann irgendwie nicht alle SVGs so richtig darstellen, wie sie dann in Inkscape aussehen. Und ja, da wollte ich vielleicht nochmal auf mich nach einem neuen umschauen, den ich da verwenden kann. Dann, das mit dem Element verwende ich auch diesen QPainter vom Qt, um die PDFs zu generieren. Bin ich auch nicht so hundertprozentig glücklich mit, weil es irgendwie so ein bisschen undefiniert ist, aber jetzt gerade das Bild als in die Präsenz, also in die PDF so 1:1 mit den als Pixmap rein tut oder dann wirklich das PNG im Hintergrund speichert, ist irgendwie so ein bisschen schwierig von außen zu sagen. Mal sehen, vielleicht bleibe ich auch bei dem QPainter. Ja, mit dem Formel-Support ist so ein bisschen schwierig. Also ich weiß nicht, ob ich das irgendwas nicht gesehen habe, aber irgendwie ist es im Moment so ein bisschen murksig, weil ich weiß gar nicht so richtig, wenn ich jetzt mein SVG habe, vom LaTeX bekomme, dann weiß ich gar nicht so genau, wo die Baseline ist von der Schriftart und wie groß die Schriftart ist. Also die ganzen Metriken bekomme ich irgendwie nicht mit und dann ist es so ein bisschen schwierig, das so hinzubasteln, dass es am Ende gut aussieht. Also ich habe es jetzt irgendwie gebastelt, aber so ganz glücklich bin ich damit nicht. Dann ja, langfristig wird es wahrscheinlich auch einen Windows-Support geben, einfach um mehr User zu bekommen. Ja, und dann gibt es halt noch eine sehr lange Liste an neuen Features. Ja, die also einerseits so Inhaltsverzeichnis, dass man verschiedene Sections anlegen kann, dass er das so wie bei LaTeX, das ja auch möglich ist, dann hier auch hinschreibt, die verschiedenen Sections. Dann gab es letztens noch so eine Idee, dass man das BibTeX mit einbinden kann und dass er dann am Ende automatisch die Quellen dahin macht. Und ja, die Liste ist relativ lang. Aber wenn ihr da auch neue Ideen habt, gerne. Ja, genau. Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Und vielleicht wollt ihr es ja mal ausprobieren. Ich habe hier auf der Internetseite habe ich hier so ein App-Image gebaut. Habe ich unter einem Ubuntu 18 gebaut. Das läuft nicht überall. Aber man kann es sonst auch von sich selber bauen. Ja, genau. Ich hoffe, ihr probiert es mal aus. Nicht passieren. Sorry. Vielen, vielen Dank für deinen Vortrag, Theresa. Wirklich gut. Die Menschen im Netz würden gerne wissen, wo kommen die Templates her und wer pflegt diese denn zurzeit? Im Moment gibt es halt hier so eine Liste von diesen Templates, die habe ich selber erstellt. Es gibt halt, wie gesagt, auch nicht besonders viele im Moment. Das werde ich auch noch ausbauen in nächster Zeit. Und ja, gebaut habe ich sie jetzt alle selber und sind auch alle da. Ist halt auch noch ein sehr kleines Projekt. Also andere Leute haben noch nichts gemacht. Danke für die Antwort. In welchem Datenformat wird denn das Ganze gespeichert? Ja, also wenn ich hier was speichere, zum Beispiel habe ich ja hier eben, wenn ich hier auf meine Präsentation, das ist ja die, die ich eben erstellt habe, dann sieht man hier, es gibt halt einmal die My Presentation Potato und das My Presentation JSON, das sind die beiden Dateiformate. Also das ist mein eigenes Dateiformat, in dem steht halt das drin, was auf der linken Seite steht, in dem Editor und im anderen ist halt einfach die JSON-Datei. Genau, und dann gibt es halt hier noch in dem Ordner, wird halt automatisch reinkopiert, das Template. Das ist in demselben Format drin. Okay, vielen Dank. Dann ist die Frage gestellt worden, gibt es eine Möglichkeit, auf alle Elemente eine Art Fußzeile einzublenden, also auf alle Folien? Ja, gibt's. Also das steht dann halt im Template. Wenn ich jetzt hier nochmal, ich kann mal hier von meiner, wo habe ich das? Ich kann es ganz kurz öffnen. Das hier ist ja meine Präsentation, die ich eben gezeigt habe. Und hier gibt es halt zum Beispiel hier diese Kopfzeile, die ist im Template definiert. Also die gebe ich hier nicht nochmal ein. Ja.
Und das, also das Template, das kann man auch einfach bearbeiten. Wenn ich das hier öffne, da habe ich halt definiert, das hier ist jetzt die Seite, die ich definiert habe als Default. Die wird halt angewandt, wenn ich sonst nichts eingegeben habe. Die Schriftart mal was größer. Und da habe ich dann halt hier dieses Element definiert. Das ist dann auf jeder Seite auch drauf. Genauso wie die Seitenzahlen. Ja. Und diese Section, das ist eine Variable, die kann ich dann auch beliebig setzen. Okay, Dankeschön. Dann ist die Frage gestellt worden, ist das Programm für wissenschaftliche Anwendung fähig, also Inline-LaTeX oder MathJax, sorry. Ja, also es gibt halt dieses das Inline-LaTeX. Also hier gibt es halt das, was ich hier eben gezeigt habe. Also ich kann jetzt hier das hier auch noch so ein Pi hinschreiben. Dann braucht es kurz, dann macht es dahin. Also er startet halt im Hintergrund einen LaTeX-Prozess und fügt es dann da ein. Also geht beliebig. Okay. Dann würden Menschen gerne wissen, ist das generierte PDF zum Beispiel für Screenreader geeignet? Es kommt wahrscheinlich auf den Screenreader an. Also es ist halt ein PDF, hat der Cube PDF weiter generiert. Ich denke, das wird halt den PDF-Standard genügen. Dankeschön. Und dann gab es viel Lob und die Bitte, nicht zu viele neue Features einzubauen. Ist wahrscheinlich keine so zu schlechte Idee. In dem Sinne, vielen, vielen Dank für deinen Vortrag und auch dafür, dass du dir Zeit genommen hast, alle Fragen zu beantworten. Ja, ihr könnt natürlich weiter gern Feedback geben, auch zu diesem gerne auch zu diesem Vortrag im Fahrplan. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit einer Ausgabe der C3 News Show. Thank you.